Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, wo wir uns jetzt den Champion-Bogen holen. Verdammt, wir brauchen noch vier. Ich wollte den schlechten Bogen haben. Ich hasse alles. Ja, wird auch nicht so einfach. So eine Scheiße. So eine schittige Scheiße. Das ist jetzt so nervig. Okay. Dann, ja. Holen wir uns den Championbogen. Geht ja auch. Besser als nichts. Kaufen. Ausrüsten. Gegen den Schattenkriegsbogen. Vielen Dank. Und Schuss. So, hier stehen Waffe modifizieren. Genau, Blitz, Eis und Verderbnis. Gegen den. Da ist dann. Ja, Blitz, Eis und Verderbnis drauf. Zack. Zack. Einmal Eis mit 43. Ich brauche da gar, also ganz ehrlich, Schock und Verderbnis benutzen wir doch sowieso so gut wie nie, ne? Meiner Meinung nach. Schaden ist unnötig. Also Verderbnis ist okay, können wir nehmen. Definitiv. Aber Schock benutzen wir doch gar nicht. Da können wir doch besser nochmal Eis nehmen. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr von, ne? Nummer 42%. Eis und Feuer. Ja, hier. Zack. Nochmal Eis. Dann haben wir 93 Eis. 113. Verderbnis. Und Schock benutzen wir so gut wie nie. Also passt ja schon. So, wie ist es denn mit den Krokofanten hier? Wie kommt man denen am besten bei? Am besten auf alle Fälle schon mal, indem man die hier von hier oben wegmacht. Weil die nämlich Feuer als Schwäche. Welche Stufe sind die? 31, ah, leck mich. Schnappmäuler sind bestimmt vom Fluss aufwärts gekommen. Folgt dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Folge dem Flussstrom aufwärts. Und muss ich die gar nicht? Will ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Warte mal, ich kann ja mal mich ein bisschen absichern, ne? Feuer, pass auf. Inventar, Waffen und dann brauche ich, muss erstmal gucken. Ich bin immer ein bisschen doof. Den. Das Stolperfallen-Ding mache ich mal dahin. Und dann mache ich mir mal ein paar Feuerstolperfallen hier hin. Weil die haben ja Feuer als Schwäche. Aber nur um mich ein bisschen abzusichern hier. So. So. Dann gehe ich mal hier hin und gehe mal auf den guten alten Feuerbogen. Dann machen wir hier mal ein bisschen. Wir können hier ruhig zerledern eigentlich. Wir können es auf alle Fälle versuchen. Wir haben ja gespeichert. So. Habe ich dich.
genau rein. Ist leicht angesäuert. Ja. Halt. Oh, lass mich. Ich glaube, hier will ich nicht sein. So, das waren schon mal zwei. Können wir besser mal die Sprengfallen hier auflegen. Noch ein bisschen mehr Schaden. Also in Kombination mit vielleicht. So. Machen wir so. Ich meine, wenn die kommen, dann kommen die sowieso hier lang. So und so. Der Eisbeutel. Bleib doch mal geschmeidig, Queen. So, auch weg. Und jetzt ist nur noch der eine darüber. Da sind wir noch abgesaved. Möchte mal einen Pfeil reinjagen. Aber der ist ziemlich weit weg. Erwischt. Alter, war das Schaden.
Na komm zu Papa. Na komm. Geht. Geht tatsächlich. Der traut sich nicht. Dann sammle ich mal meine Scheiße wieder ein. Kommt hier eh nicht her, der faule Sack. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja, ja, geht noch, ne? Kommt der jetzt her? Schade. Oh, ich brauche neue Pfeile. Machen wir mal schnell. Du bist am Ende. 322 Damage. Oh, ich hätte vielleicht doch noch nicht wegmachen sollen. Jetzt kommt er. Nee, wie wenn jemand voll in den Arsch schießt, ne? Na, fick dich doch. So. Siehste, können wir alles wieder einsammeln. Easy going. So, gleich mal neu bauen. Ein bisschen Feuer haben wir verloren. Aber dieses länger aufziehen, ne? War das von dem Bogen selber? Halte die Bogensehne. Ja. Was kann der? Halte die Bogensehne dieses speziellen Kriegsbogens gespannt, um stärkere Schüsse abzufeuern. Okay, macht der auch. Machen die also alle, das ist gut. Da wäre es natürlich sehr von Vorteil, wenn wir dann den anderen Bogen auch noch kriegen. Weil ich muss sagen, jetzt mit dem, das geht. So, wo ist denn das andere Vieh? Das ist wohl der Eingang zum Loch. Oh, hier ja, ne? Ja gut, da kommen wir jetzt ja so nicht rein. Wir müssen ja jetzt tatsächlich flutz aufwärts. Die einfach in diesem Eiswasser schwimmt. Wir müssen jetzt erstmal flutz aufwärts. Und da wir die Viecher gerade besiegt haben, würde ich bevorzugt nochmal speichern. Durch. Eventuell werden wir auch noch auf ein paar mehr von denen treffen. Wäre natürlich schön, wenn wir den richtigen Bogen hätten. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Kommt dann noch. Muss ja. Muss mal die Quest. Quest. Folge dem Flussstrom aufwärts aus. Auf meinen Zähnen bildet sich Frost. Ja, mach dich mal locker. Soll ich nur noch rummeckern? Ich folge mal dem Fluss. Und bin gespannt, was da hinten gleich rumkreucht. Ich
ahnen was Großes Böses. Das sieht sehr nach einem Staudamm aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drüben eigentlich hin will. Ja, können wir auch. Können wir auch. Wir können da oben erstmal das Lagerfeuer mitnehmen. Und dann schauen wir mal. Da, das muss die Quelle des Wassers sein. Das könnten die Alten gebaut haben. Okay. Lagerfeuer ist gerade aus. Da drüben ist die Figur. Da hinten waren wir vorhin. Das hier ist ein alter Stausee. Fieden, Junge, Fieden. So, wieder ein bisschen Reinholzmessner. Ach, die Reinholzmessner-Witze, wie habe ich sie vermisst? Ah, ich wusste es. Textnachricht von Laura Vogel. An Shelly Guerrera McKenzie. Abgas-Spritztour. Okay, du glaubst mir nie, was mir gestern Abend auf dem Weg nach Hause passiert ist. Erst war da dieses Geräusch. Wie ein Schwarm Killerbienen, die gerade aus einer Blechdose entkommen. Dann ein komisches Licht zwischen den Bäumen. Ich habe schon gehofft, es wären Aliens, aber nein. Es war eine dieser alten, blauen LEDs. Sieht im Schnee echt gruselig aus. Ich bin näher ran und dann kam der Schrei. So ein komischer, kieliger Männerschrei. Klang, als ob ein Typ gerade irgendeine Macho-Urschreitherapie machen würde. Und schön mit 200 PS zwischen den Beinen. Dieser Typ war niemand anderer als Dot Blevins, unser neuer Sicherheitschef. Oder wie auch immer sein Titel lautet. Er ist ernsthaft auf einem alten Schneemobil herumgefahren. Diese Teile sind 1000-mal umweltschädlicher als ein Auto aus der Zeit der Verbrennungsmotoren. Meine fachkundige Meinung dazu, Belvins ist ein riesengroßes Rindvieh. Aber ich habe trotzdem nicht den Sicherheitsroboter auf seinen Schwabbelarsch gehetzt. Er ist schließlich die nächsten 2 Wochen quasi unser Boss. Und jetzt halte ich fest, Shelly, denn dir werden die Ohren schlackern, wenn du hörst, was ich stattdessen gemacht habe. Ich stand direkt neben einem der Wegweiser und Belvins war in meine Richtung unterwegs. Also habe ich das Schild umprogrammiert, sodass die Richtung von Fairy Falls und Purple Mountain vertauscht wurden. Genial, oder? Da oben kommt man mit einem Schneemobil niemals hoch. Hoffentlich ist er schön aufgelaufen und muss zu Fuß zur Hütte zurück. Ich werde wohl noch, bevor hier alles für immer dicht gemacht wird, meinen ersten Vorfallbericht verfassen. Ich könnte es natürlich wie immer gut sein lassen, aber wo bleibt da der Spaß? Shelly, wo bleibt da der Spaß? Okay. Nicht ganz dicht. Ich springe immer. Ich bin ein Spring ins Feld. Hallo, bin neu hier. Graufang. Ja. Lass mich lieber. So, Ruinen. Graufang. Freue ich mich. Aber erstmal hier drüben. Wir sind hier auch nicht die Ersten. Sieht man ganz offensichtlich. Erstmal ein bisschen umgucken. Hier ist aber anscheinend nichts. Da oben war gerade irgendwas. Und das ist so schnell wie es zu sehen war, war es auch wieder weg. Da oben war die Banuk. Hier ist eine Figur. Irgendeine Art Tier. Ein Erinnerungsstück der Alten. Irgendeine Art Tier. Eine. Sieht aus wie ein Puma. Moin. Hier gibt's sonst nichts. Sieht zumindest schwer nach nichts aus. Ich würde gerne da hochkommen tatsächlich. Frage ist, kommen wir das überhaupt? Ja, könnten wir. Da führt ja ein Weg rüber. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Also ich fühle mich jetzt auf alle Fälle schon mal viel sicherer. Mit der... Oder mit den beiden neuen Waffen. Was ist das?
Vorratskiste, okay. Man will hier mal gucken, ne? Wo war die jetzt? Da hinten, okay. So, hier kommt man auch ein bisschen hoch, aber bringt zum Glück überhaupt nichts. Schnauze Schwein. So, und dann wollen wir mal rein in die gute Stube, würde ich sagen. Sieht auf alle Fälle sehr einladend aus hier. Ich vermute, dass da wieder Eingang sein. Tja, da wollte wohl jemand rein. Mhm. Hat fast den ganzen Sims weggeblasen, nur um durchzukommen. Sieht schwer nach Osram aus. Ja, und dabei. Ach, guck mal da, ein kleiner Eisdurchbruch. Deswegen flutet es hier. Ja gut, dann würde ich sagen, da gehen wir dann in der nächsten Folge rein. Da die letzten Folgen ein bisschen länger waren, ist die heute mal wieder ein bisschen kürzer. Und bis dahin sage ich vielen Dank für die Zuschauer und für die dabei sein bei Horizon Zero Dawn. So froh sind wir jetzt. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Französisch ist mein Sternzeichen und ich bin raus. Oui.